Hey, hey, wir sind auf dem Olympiagelände und gehen zum dritten Tag und den letzten Tag vom Rockfestival Rockavaria hin. Jetzt suchen wir noch ganz schnell die U-Bahn-Station, weil da ein Geldautomat ist. Und dann geht's dann auch wieder auf die Stage oder zu den Stages. Und da nehme ich euch natürlich mit. Bis gleich. Was ist das? Eine Musikschule für benachteiligte Kinder. Ja, da gehöre ich auch dazu. Thank you.
Ich habe mich entschieden, nach 3 Tagen Festival muss niemand seine Augen wirklich zeigen. Das ist alles einfach nur gruselig. Und daher sieht man mich mit der Brille. Auf jeden Fall Rockabilly fand ich ein Erfolg. Ich als absoluter kein Rock-Fan, ja okay, ein paar Lieder kann ich mir schon geben, aber muss ich sagen, habe ich mich sehr gut durchgeschlagen die 3 Tage. Ich habe viele coole Bands kennengelernt, die ich nicht kannte, die eigentlich schon weltberühmt sind. Und super Auftritte gesehen. Meine Lieblingsauftritte waren definitiv Freitag Limp Bizkit, gestern Kiss und heute natürlich Metallica. Absolute Highlight, war super voll. Ich habe leider nicht so viele Impressionen für euch mitnehmen können, da ich selber sehr viel mit der Musik beschäftigt war und ja, irgendwie kam ich nicht dazu. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, das, was ich euch gezeigt habe. Und ich hoffe, ich könnte euch auch dazu überzeugen, auch andere Musikrichtungen auszuprobieren, weil manchmal überrascht man sich selber. Ja, wir sehen uns im nächsten Video, denn das gibt es bestimmt.